Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ah, die sind da hinten, die sind da hinten. So, ich will, mein Freund, ich tanke immer voll, ja? Ich würde auch gerne tanken, Bruder, aber du weißt ja, ich hab kein Geld mehr, Alter. Doch klar, wieso nicht? Keine. Hände hoch, du Wichser. Was zum? Deine verfickten Hände hoch, du Wichser. Nimm die Scheiße Hände hoch, ja? Was? Hände hoch, Ey, es ist ein Missverständnis, Mann. Die BMW ist ein Missverständnis, hier bei gegen Vamos! Was? Steig ein, sofort! Einsteigen. Und eine, Sosa, du fährst die andere Auto. Was? Kein Problem. Du packst den anderen ein, Sosa. Was? Ey, lass Mayo in Ruhe! Mayo ist mein Bruder! Steig hier ein und halt deine Fresse, du Wichser! Okay, nice, perfekt. Okay. Siege weg. Ah, okay, ich weiß, wo das ist. Wo ist das? Nee. Boah, schwierig jetzt. Schau mal, nie ohne Seife waschen. West Highway, Richtung Paleto. Richtung Paleto. Wo ist denn das? Navi. Paleto, oder was? West, Bruder. West. Weißt du, wo Westen ist? Ja, West ist doch unten, oder? Nein, West ist nie ohne Seife waschen. Also links von der Karte. Links, diese Highway. Also rechts? Links, Mann, links. Nie ohne Seife waschen, links. Also links? Ja, von der Karte links. Achso. Aber Norden hoch. Achso, dann müssen wir ja erstmal in die Stadt. Nee, eigentlich nicht. Hä? Was hast du? Ich würde so gerne wissen, was du jetzt eingegeben hast. Hast du gesagt links. Links hast du doch gesagt. Ja, genau, links. Also linke Highway. Ja, dann lass doch einfach eine Runde hier fahren. Geht doch schneller. Ja, Bruder, vielleicht gehen wir auch noch mal kurz noch Lucky Plugger und holen uns noch einen Burger. Was sagst du? Halt deine Fresse oder ich mach deine scheiß Handschellen nie wieder ab. Verdammt, Alter, du sollst doch einfach nur in Norden gehen. Sosa, verdammte Runde, Scheiße. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Lass mich hier ab. Ich hab keinen Bock mehr. Halt fahr rechts Fresse, ran. Ich, nee, das kann ich mir. Du willst aussteigen, hä? Dann krieg du mal hin, wie du das mit deinem Kuli hast. Du musst doch jetzt hier nicht unbedingt halten, Mann. Das war doch jetzt nicht. Jetzt mal, Alter. Muss doch nicht hier gleich persönlich werden und wirklich halten. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Muss jetzt einfach geradeaus. Oder warte, nein, Bruder. Ey, warum mache ich nicht gleich diesen Fünfkopf-Move? Das ist doch alte Mercedes. Jarvis? Ja, Sir? Navigation to the Sägewerk. Sir, Sie müssen den Straßenverlauf einfach nur geradeaus folgen. Danke, Jarvis. Kein Problem, Sir. Das ist Jarvis, das ist mein Bruder. Wer ist Jarvis, Mann? Jarvis, das ist Navigation, Bruder. Wir sind im Jahr 2022. Und ich sag dir ehrlich, jeder Mensch sollte heute einen Jarvis haben. Ich mach jetzt eine Produktion auf in Los Santos. Und jeder, der das nicht kauft, der ist halt dann nicht auf dem aktuellsten Stand. Ich meine, so einen Jarvis, den kann man immer gebrauchen. Und wie viel kostet Jarvis? Bruder, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, verkauf das jetzt erstmal wegen Equipment und so, dies. Ja, ich weiß jetzt nicht. Moment. Boah, ich denke mal, ich fange bei $20 an oder so. $20? Ja. Alter, du bist verdammt mal dumm, Alter. Vom Marketing hast du keine Ahnung. Jo, so ein Ding verkauft sich für Millionen. Meinst du? Aber man hat Alexa auch nur für $20 verkauft. Ja, welche Alexa meinst du? Die Alexa, wo du dein Ding drin hattest? Oder Alexa von Amazon? Von Amazon. Achso. Die kosten ja auch nur 20 Euro. Da denke ich, so ein Jarvis kann man auch mal so für 20. Sir, Sie müssen jetzt hier demnächst links abbiegen. Hier links? Ja, du Idiot. Das sieht doch jeder. Jarvis, nicht so unhöflich, Mann. Hey, ja, ich muss was noch soll bisschen. Das, Alter? Ich muss noch du musst bisschen. Ja, Bruder, das ist ja, gerade. Was ist jetzt mit Jarvis? Rechts oder links? Hier rechts, du Idiot. Hey, was soll das, Alter? Hey, Jarvis, übertreib's nicht. Haltet eure Fresse, ihr Hure. Jarvis, Mann, ey, ich fick dich. Was soll die Scheiße? Du kleiner Hure. Mann. Ich fick dich, Alter. Bruder, das ist falsche Programmiersprache. Ich habe aus Versehen QV19 benutzt und ich hätte QVY3 benutzen müssen oder so. Jetzt muss ich die Firewall umstellen auf eine 73 Zoll Vergasung, Bruder. Dann ja, genau. Dann wird das wirklich. Dann ist das Ganze vollzählig. Hey, warte mal. Jarvis, links oder rechts? Hier links, du Idiot. Siehst du etwa nicht den weißen BMW? Ey, warte mal. Ey, dieses Drecksding, Alter. Tut mir leid, Mann. Es tut mir leid, Alter. Es ist noch nicht ganz fertig. Rein mit dir, du Wichser. Rein mit dir, Wichser. Ey, ich meine das nicht ernst. Alles gut, Bruder, alles gut. Ich meine das jetzt auch nicht ernst. Alter, mein armer Bruder. Lasst Mayo in Ruhe, er kann doch nichts dafür. Ach so, Farut. Du hast was damit zu tun. Und jetzt werde ich auch gefickt. Ich weiß es nicht. Ihr gottverdammten Lutscher. Ey, Toasty, bitte. Farut, kommst du mir? Halt deine Schnauze, ich bin jetzt durch von dir, Farut. Lass doch den armen Mayo gehen, Mann, der Arme. Jo, grüß dich, Farut. Ey, James, ihr wolltet doch Mayo. Ja, Castello wollte den, glaube ich. Ist Castello da? Nee, der ist heute nicht da. Ich hab Mayo. Und jetzt ist auch keiner von Culiacan da, ne? Lass mich raten. Keiner von Culiacan ist auch nicht da. Tatsächlich nicht, ne. Bruder, weißt du was? Ich fick ganz Culiacan. Oha.
ruhig, bleib mal ganz ruhig. Jetzt. Bruder, warum sind die nicht da? Ja, das heißt, warum sind die nicht da? Das ist, gute Frage. Kannst du mir mal die Nummer von Pablo schicken? Der Pablo ist heute nicht da. Ach, Digga. Ey, Bruder, hey, Mann. Sag jetzt, kommen die heute gar nicht? Ich geb dir 50.000. Okay, pass auf. Dann pass auf. Nima ist da? Nima ist da. Perfekt, Bruder. Sag mal Nima, der soll mich schnell anrufen. Schnell. Alles klar, mach ich. Hau rein. Bis dann. Okay, Nima ist da. Dann wird's noch witziger. Das ist gut. Weißt du, was ich mit diesem Hammer alles gemacht habe? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, in diesem Hammer war sogar... Ich lass es lieber. Ja, findest du, das ist noch witzig, dass man darüber lachen muss, was hier mit uns passiert? Mario, warum hat er keine Handschellen? Warum hab ich Handschellen, aber weil er die, nicht? Weil die keine mehr haben, diese Amateure. Bruder, Mario, alles wird gut. Ich glaube, die wollen nur reden. Schau mal, da gibt's ein kleines Problem, Bruder. Ich sag dir jetzt, warum. Kannst du dich erinnern, als wir den Helikopter gestohlen haben? Ja. Ja, der Helikopter. Ja, seitdem habe ich Probleme mit diesen Leuten. Und die Leute haben sehr viel Geld. Und diese Jungs tun halt für viel Geld auch sehr viel. In dem Fall haben die uns gerade hier... Ja, keine Ahnung, Bruder. Mario, das sieht nicht gut aus, Mann. Es hat nichts mit dir zu tun, Mario. Es hat nichts mit dir zu tun. Es ist ja ein Problem, die ich mit Farut habe. Ach so, super, dann kann ich ja hier in die Ecke gehen und ich schaue einfach zu, was ihr mit Farut macht. Nee, Mann. Ja, okay, Farut, Verräter. So läuft die Scheiße nicht, wieder zurück. Okay. So läuft das ganze Spielchen hier nicht, Amigo. Ja, aber das Ding ist, wir haben ja den, also ich musste hier Farut auch in Schutz nehmen. Warum? Wir haben den Helikopter genommen wegen einer wichtigen Sache. Wegen was? Wir mussten diesen einen Ramirez entführen und zu Culiacán bringen. Da hat er recht. Was juckt uns so ein Scheiß, Ramirez? Ehrlich. Hör auf zu schmatzen, du dreckiger Wichser, bevor du den Kugel in deinem Kopf hast. Leiser, Mann. Ja. Okay, Jungs, Tüte. Hör mal auf zu schmatzen. Wollt ihr auch was? Gar kein Fall. Mario, willst du was? Ja, stecke in meinen Mund rein. Leg die Scheiße weg, ja. Du Wichser! Danke, Bruder. Was? Ey, okay, Mann. Der scheiß Essen weg, Mann. Verdammte Scheiße, ich glaube, ich bin hier im falschen Film, Amigo. Ja, Mann. Ich glaube, du hast die Schuss noch nie gehört. Ich hab gehört, dein Manager ist Hamza. Mein Hamza ist auch mein Manager, ja. Ich hab viele, Mann. Ich hab für alles. Ich hab sogar für Silberpfeil Energy Drink habe ich auch einen Manager, Jungs. Silberpfeil Energy Drink. Mit wenig Zucker und richtig gut für den Blutzuckerspiegel. Gönnt euch. Du Lutscher, Farut. Du bist ein dreckiger Wichser, Farut. Du gottverdammter Versager. Ich wusste, dass das hier nichts wird. Ich hab Galina, ich hatte was mit dir. Farod, jetzt kann ich dir das ja auch sagen, jetzt wo du eingepackt wurdest, Mann. Ich habe Galina gestern... mit mir zusammen? Ja. Mit Norbert zusammen, haben wir Sandwich gemacht. Nein, Norbert. Mit Ding hier. Norbert, hä? Norbert, bist du das etwa? Weißt du, wie ich meine? Ich habe ihr den Finisher gegeben am Ende. Ja. Weißt du, dieser abschließende Signature, dieser... Ja, das ist Norbert. Nein, ich bin nicht Norbert. Wir haben das Nahaufnahme gefilmt, ja. Komisch. Was sagst du denn dazu, Farod? Oder hast du da oben auch was dazu zu sagen? Zu was denn das hier? Galina genommen hab? Ja. Yeah. Bruder, die ist doch wie die Titanic. Da waren schon über 200 Leute drauf, Alter. Das juckt mich doch nicht. Das stimmt. Das ist richtig. Ja, und das Beste ist, sie ist sowieso auch untergegangen. Also von daher juckt mich das nicht. Aber Bruder, wenn du jetzt gesagt hättest, vielleicht, keine Ahnung, ich hab ein bisschen von deinen paar Lines geklaut, das hätte mich mehr getroffen. Ich fand meine neue Track übrigens richtig scheiße, Farod. Marquez! Das hast du nicht gesagt. Doch. Oh, das hättest du lieber nicht sagen sollen. Ey, warte mal, ich hab was Besseres. Lars Unlimited, sein neues Album, ist besser als seine komplette Karriere. Oh! Wow, also, ey, das war jetzt echt. Wow, Mann, hey, beruhigt euch, Mann. So weit sind wir gesunken. Okay, Fabs. Yeah. Du hast ja so eine große Mal auf deine Tricks. Dann mach mal deinen Mund auf jetzt. Ja. Yeah. Mach deine Mutter verrot! Meine Lauf stecke ich jetzt hier rein, du kleiner Wichser. Scheiße. Wie gefällt dir das, hä? Geh hoch, Jetzt die Lauf wieder raus, Amigo. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Hier, nochmal rein. Du kleiner Wichser, ich ficke. Ich fick dich. Ich fick deine Mutter. Geh hoch, Und rein. Oh, das macht Spaß und er kann nichts dagegen tun. Ihr werdet alle dafür bezahlen. Du hast einen kleinen Farid. Wer ist Farid, hä? Wer ist Farid? Farid, ja. Okay, let's go. So, Farid, du gottverdammter Bruder, was willst du denn von mir, Mann? Ich bin wieder zurück, Mann. Sei nicht so frech. Bruder, übertreib doch nicht, Mann. Halt deine Schnauze, hab ich gesagt. Alter. Aber die ganze Zeit auf Mann? Machst du auf Mann? Auf Mann, Mann, bei mir? Verdammt, Alter. Die hat gesessen, du Hure. Scheiße, Alter. Du kleiner Wichs. Das kriegst du. Das kriegst du zurück. Das kriegst du auf jeden Fall zurück, du Bast. Gar nichts kriegt er zurück, Mann. Das Einzige, was er zurückgibt, ist gleich ein Kassenbon, wenn er sich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal M-Kondome gekauft hat, weil er essen hat.
Bitte komm. Alles wieder geschickt, ohne wir die wieder fallen lassen und weggekommen. Ich so. Hey, Tacy. Ich drehe hier durch! Ich hier dreckigen Wechsel! Stopp! Du mit dem Hammer. Du bist sehr angespannt, Bruder. Ich würde dir vielleicht mal helfen können. Willst du mir blasen, oder? Ich hab was für dich. Ja, geh auf die Knie. Okay. Die Mayo hauen wir nicht mehr. Trink das, Bruder. Das wird dir echt helfen, vielleicht runterzukommen. Das ist jetzt zwar kein normales Energy Drink, wo man da natürlich mit viel Zucker rechnen muss und danach ein bisschen wieder müde wird, sondern das ist wirklich eines der besten Silberpfeil Energy Drinks. Da wirst du auf jeden Fall wirklich motivierter und dir wird es auch viel besser gehen, Mann. Ohne Scheiß. Also vertrau mir, probier das einfach mal. Ja, Teleshopping geworden auf einmal. Ich glaube, jetzt wird der auch nicht mehr so aggressiv. Du hast zurück Schauzeit gemacht. Ach du Scheiße, Nima. Schau mal, Amigo. Hi. Ah. Farod. Ey, Jungs, Mann. Das war ja, wirklich... Farod. Der ist hier. Das war wirklich... Also. Farod, ist das dein verhurter Freund von Mayo? Das ist Mayo, ja. Das ist Mayo. Ja, Farod, red ordentlich. Das ist ein erwachsener Mann. Ja. Farod, wir hatten schon mal das Gespräch letztens, oder nicht? Ja, Bruder, du weißt doch, Mann, Alter, ey. Genau. Ich will noch wissen, ist das der Typ vom letzten Vorfall? Sag du, Mayo, ich will jetzt hier nicht den 31er machen. Mayo, ich frag dich. Ja. Was denn? Warst du in einem Helikopter mit Farod? Nein, sowas war ich nicht. Nein, Farod, hast du nicht gesagt... Also hast du mich angelogen, Farod? Nein, ich hab dich nicht angelogen. Sag die Wahrheit, Mann. Ich weiß, wer das war. Das ach so, an dem Tag. Ich weiß, ja. Ja. Farod war unterwegs mit einem Helikopter. Richtig, aber er ist gar nicht geflogen. Ja, du bist geflogen, ne? Nein, ich war gar nicht da. Das war ein anderer. Weißt du, wie der hieß? Ramirez hieß er. Nein, nicht Ramirez. Es war eine Frau. Ich weiß sogar, welche Frau. Ich weiß sogar den Namen. Sie hat damals beim MD gearbeitet. Ey, Mayo, das Traurige ist, drei von meinen Leuten hier können alle bezeugen, dass du in dem Heli drin saßt. Und zufällig... El Grande vom Culiacán-Kartell genauso. Farod, geh mir aus dem Weg. Geh links. Ich kümmere mich um Farod. Nimm den mit. Warte noch kurz, Nima. Ich komme gleich. Ich kümmere mich kurz um den Wichser hier. Scheiße, Mann, Mayo. Mayo, stell dich vor mich. Ich schieße in die Luft. Ach so, ja, okay. Mann. Und dann versteck dich hier. Okay. Der hat ihn weggewichst. Also fahr und nächstes Mal noch besser verstecken, ja? Alles gut, Mann, alles gut. Hauptsache die Sache ist jetzt geklärt. Ich bin Schaltzentrale. Ey, fahr und Amigo, komm her, Mann, der liegt. Ey, Nima! Kein Stress, Jungs, hab ich gerne gemacht, ja? Nima, hast du vielleicht so $100,000 für mich? Zahl das dir auch wieder. Du komm später vorbei, kriegst du ein bisschen Geld. Bester Mann, Nima, Alter! Frag, der macht auch bei dir, der macht auch bei dir. Hast du noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Milch für meine Cornflakes mäßig. Nee, Frank Farod, der hat genug Milch. Egal, Bruder, beim nächsten Mal klappt das. Norbert, ich hab mal eine Frage für dich. Ja? Was ist für dich eine Ewigkeit? Eine Ewigkeit? Mhm. Naja, wenn es so lange dauert, dass ich meine, wenn es so lange dauert, dass man schon das Gefühl hat, dass es sehr lang ist. So. Nee, das ist falsch. Eine Ewigkeit ist zum Beispiel für mich... zwischen dem Abspritzen und bis das Taxi kommt. Ja, stimmt. Das war bei JJ gestern der Fall. Bruder, das war eine Ewigkeit, bis das Taxi endlich gekommen ist. Ich sag dir ehrlich, ich hatte keinen Bock mehr auf diese... Hey, ist nicht cool, Mann. Warum? Du solltest das nicht machen. Was denn, Bruder? Schau mal, wir reden mal Real Talk, okay? Ja. Hast du was dagegen, dass ich deine Frau ein bisschen sexuell attraktiv finde? Naja, ich meine, sie ist eine gut aussehende Frau. Also sie ist eine geile Sau, diese geile Sau. Ja, gut, ich verbinde ihr Aussehen immer mit ihrem, weißt du, mit diesem Kennzeichen hier. Weißt du? Richtig. Und sie ist halt schon eine geile, Mann. Ja, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass sie gut aussieht und so. Ich finde jetzt geile Sau ist jetzt vielleicht nicht der Begriff, den du nehmen sollst, so, aber ich meine, vielleicht lassen wir das mit dem, ich mach das und so, weißt du? Ach so, okay, ja, das respektieren wir, ja. Können wir lassen, Das war auch wirklich falsch von mir, Mann. Ich sag das nicht nochmal. Du fliegst dreimal aus dem Fenster, wo du gerade hinguckst. Yo, ich
Jetzt, Mann, der hat mich beleidigt, Mann. In meiner Hut hat der mich beleidigt. Jo, Mann, Jungs, habt mal ein bisschen Respekt, ja? Ihr seid hier in unserer Hut. Jo, alles gut, Jungs, alles gut. Ey, fick die nicht. Was ja, die nehmen gleich die Waffen runter, alles gut. Ja, alles gut, Mann, alles gut, Bruder. Ich hab Connection, Bruder. Alles gut, Bruder. Abi. Sıkıntı yok, Abi. Abi. Tamam abi, gelme. Ich hab gesagt jetzt auf Türkisch, die sollen nicht kommen, Bruder. Ich komm gleich wieder, ich muss kurz auf Klo, ist das okay? Da hinten ist Toilette, Bruder. Ey, ja, Mann, warte, ich muss auch ganz kurz. Wollt ihr euch das zusammen teilen, Bruder? Ja, ich muss. Okay, ich weiß, was er. Was? Warte, Mann, ich bin der Nächste, ich muss auch aufs Klo. Ja, ich muss hier kurz was testen. Geh mal rein, ey. Mayo, gib mir. Oder ja, ey, Hotbox, ihr müsst. Mach damals wie, wo wir mit Fenasi im Knast waren. aber so, das ganze Wohnung, Bruder. Das war geil. Okay, ja, warte kurz. Zeig diesem. Warte, ich muss meinen Arsch noch bereit machen. Zeig diesem Hood-Gangster, mächtiger Gangster, dass wir seine Toilette nur benutzen, Bruder. Wir sind hier nur gekommen, um aufs Klo zu gehen. Okay, da musst du kurz warten. Ich muss mich bereit machen. Ey, Sosa, jetzt pass auf, Bruder. Was machst du? Warte, geh mal weg. Oh, so. Warte, ich mach die Tür auf, dass das jeder hört. Alles gut, chill. So. Hören die das? Mach ganz. Was macht ihr da zu dritt? Er muss aufs Klo, Bruder. Mach wieder Tür zu, alles gut. Oh, Mann. Bruder, bist du schwanger, Bruder? Was hab ich gefressen, Alter? Ach du Scheiße, Bruder. Mach die Tür zu, ich muss kacken. Wow. Bruder, der ist am Ding gebären, Bruder. Wollt ihr vielleicht noch meine Scheiße sehen? Geht doch mal raus! Ey, kannst du die Tür bitte zumachen? Oder warum hältst du die offen? So. Oh, fuck. Weil das stinkt, Bruder. Aber Bruder, willst du, dass das ganze Haus stinkt? Mach doch Fenster auf. Muss aber, das geht nicht. Ich Fenster. Halt das... Oh, bitte mach die Tür zu. Bitte, ich bitte dich, Sosa, bitte. Scheiße. Pack die Tür zu. Lass die scheiß Tür zu fallen, Bruder. Ich raste gleich aus. Es stinkt nach Scheiße, Junge. Es kommt von dieser Kurofasilie. Wie kannst du da in der Tür stehen? Kurofasilie kommt es.